Bei der Moja Begleitforschung machen wir was sehr Spannendes und auch was sehr Relevantes. Und zwar gucken wir uns im Grunde an, was passiert denn eigentlich, wenn wir in ein bestehendes städtisches Verkehrssystem, wo ja schon alle möglichen Verkehrsmittel, Mobilitätsangebote rumwuseln, was passiert denn eigentlich, wenn wir da was Neues reinstellen? Mit der Universität der Bundeswehr in München und dem KIT haben wir im Grunde zwei exzellente wissenschaftliche Partner für die Begleitforschung gewonnen. Und sie bringen eben auch State-of-the-art empirische Methodenkompetenz mit. Die Untersuchung ist wissenschaftlich spannend, weil wir zum ersten Mal in der Realität Fahrzeuge, Pooling-Fahrzeuge haben, die wir beforschen können. Wir werden dort Befragungen durchführen und die Nutzerinnen und Nutzer von Moja, aber auch die Nichtnutzerinnen und Nutzer befragen und werden ein Verkehrsmodell erstellen, wo wir Prognosen erstellen können, wie das Verkehrsverhalten allgemein aussieht, aber auch im Speziellen unter Berücksichtigung der Ridepooling-Dienste. Ein Realtest macht einzigartig, dass wir eben Kunden in so einem System haben, die wir bisher nicht untersuchen konnten. Und die zu erforschen, wie sie sich verhalten, aus welchen Verkehrsmitteln sie kommen, das ist das ganz Spannende. Und natürlich ist spannend, die Autos im Betrieb zu sehen und dann auf dieser Basis dann zu extrapolieren und hochzurechnen. Am meisten an diesem Projekt begeistert mich oder freue ich mich drauf, dass wir im Grunde Erkenntnisse gewinnen werden oder Antworten auf Fragen geben können, auf die im Moment sehr viele Menschen Antworten haben möchten. Das wird uns helfen, im Grunde auch unsere eigenen Mobilitätsservices, Dienstleistungen weiterzuentwickeln und noch besser mit dem zusammenzubringen, ja, was die Menschen wollen und auch brauchen.